Willkommen zu einer neuen Folge von PCGH Uncut. Ja, hochliebe der USB-Port. Dank sowas hier lässt es sich jetzt bei diesen Temperaturen in der Redaktion noch relativ gut aushalten. Heute kam ein fast 7 Kilo schweres Paket an, und zwar die Asus Ares. In dem Karton selbst ist ein Koffer. Und wenig überraschend ist in diesem Koffer die Ares. Wir wollen die mal vorsichtig raus. Jetzt ist mir auch klar, warum das alles so schwer ist. Allein diese Karte dürfte bestimmt 2 bis 3 Kilo wiegen. Und ob sie auch in 3D so ein Schwergewicht ist, das schauen wir uns die Tage dann mal an. Also wir haben jetzt momentan nur 2 8 Pin Netzteil dran und gucken mal trotzdem, ob die Ares läuft. Offenbar nicht. So, heute erreicht uns die erste GTX 460 von MSI. Es handelt sich um die kleine Version mit 768 MB. Das sieht man hier sehr schön. Ist mal ausgepackt. Und es handelt sich nicht um das Referenzdesign von Nvidia, sondern um den MSI Cyclone Kühler. Ja, das ist ein Radiallüfter. Hier ist ein Axiallüfter, Entschuldigung. Man sieht hier, fehlen 2 Speicherchips. Das sind die fehlenden 256 MB. Des Weiteren sieht man, die Karte braucht 2 6-Pin Stromanschlüsse. Und wird deswegen maximal 225 Watt aufnehmen dürfen. Ja, alles Weitere klären wir dann im Test. Hey, wir haben gerade eben unser erstes Referenzsample von Nvidias GTX 460 bekommen. Bis jetzt hatten wir den Test mit den Partnerkarten gemacht, von denen schon einige da waren. Aber Nvidia ist ja der Meinung, diese Kühlung ist kaum zu schlagen, super leise, super effizient. Und deswegen haben wir uns nochmal so ein Muster kommen lassen. Dummerweise ist jetzt gerade das Video fertig geschnitten und gerendert für die Heft-DVD. Da sage ich nämlich noch, wir haben immer noch keine Referenz. Aber jetzt ist es da. Und das werde ich jetzt gleich mal einbauen und mal gucken, ob es wirklich so leise ist. Tja, liebe Leser, während unseren täglichen Tests müssen wir auch leider immer wieder tote Hardware hinnehmen. Diese gute GTX 280 funktioniert zwar noch, allerdings ist sie deutlich langsamer, als sie eigentlich sein sollte. Diese Radeon HD 5850 ist leider beim letzten Wärmeleitpastentest gestorben. Beim Wärmeleitpastentest davor ist diese GeForce 8800 GT gestorben. Und diese Radeon HD 5850 ist unsere aktuelle VGA-Kühler- und Wärmeleitpastentestkarte. Die Kühler hinten dran gehören jeweils zu einer HD 5850. So, wir haben jetzt hier ein Acer Aspire One 521. Dabei handelt es sich um die neue Nile-Plattform von AMD. Die besteht in diesem Fall aus einem Athlon 2 Neo-Prozessor mit 1,7 GHz. Das ist ein Single-Core-Prozessor. Daneben rechnet eine Radeon HD 5225. Das ist eine umbenannte DX10.1 GPU von AMD. Das macht aber nichts. Denn dieses feine Gerät wird ab Anfang Juli für um die 330 Euro erhältlich sein. Und es läuft ziemlich jedes aktuelle Spiel drauf. Wir haben jetzt hier Need for Speed World gestartet. Das Spiel basiert auf einer leicht modifizierten Engine von 2005, nämlich Most Wanted. Sieht schön, es ruckelt am Anfang, das muss nämlich etwas nachladen in den Speicher. Aber die Entwickler sagen halt, dass das Spiel auf jeder alten Hardware läuft und in diesem Fall ist auch wunderbar. Das mittlere Details, ohne A und F. So, ja, Test im nächsten Heft übrigens. Die Xbox 360 Slim von Microsoft hat es auch in unser Testlabor geschafft. Laut unseren Messwerten konnte auch die Lautstärke deutlich reduziert werden. Und was eigentlich nur zu hören ist, ist dieses Netzteil hier. Wo ist es? Da ist es. Das hat nämlich auch einen Lüfter. Ohne diesen Lüfter wäre die Konsole kaum zu hören. Also vor allem unter 2D-Anwendungen. Ja, ansonsten, was ist noch neu? Die Konsole besitzt jetzt endlich WLAN. Das war bei der alten nicht so, man musste da für 60 Euro erst ein Modul kaufen. Ja, und natürlich ist die Konsole etwas kleiner und schlanker geraten.